Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Tutorial. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie man ein Anfänger-Intro mit Blender erstellen könnt. Und zwar zeige ich euch dann auch, wo ihr auch eure Musik herbekommt. Ah, zuvor hau ich euch nochmal das Intro rein. Bis gleich. Ja, und ich habe die Seite nicht jetzt gefunden. Und zwar müsst ihr eingeben No Copyright Sounds. Und dann gibt es hier jede Menge Sounds, die hier da halt einfach mal downloaden könnt. Die sind hier, wie ihr seht, No Copyright frei. Und ich werde jetzt hier meinen Ton ausmachen. So, hier zum Beispiel Cartoon und dann gibt es noch Speo und dann natürlich ist der Link auch nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr schnell auf die Seite kommen möchtet. Dann braucht ihr dazu noch Blender und zwar gibt ihr dafür ein Blender.org dann seht ihr schon Blender Download war ich 100% frei Download. Ja, ich kann mal kurz gucken, wenn ich auf Download Blender klicke. Aber seht, auch hier ist ja schon Blender-Exe. Seht ihr, Board Downloads. Spool Blender. Okay. Also ich werde da euch dafür auch nochmal. Warte, ich kann auch schon mal. Ihr könnt das mit zwei. Dann guck mal. Oh, ich möchte da raus. Hallo. Nee. Auch ja, ich werde euch den Links zu einem Blender trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Das müsst ihr euch dann downloaden und dann seht ihr dann hier schon Blender. Wenn ihr das gedownloadet habt, klickt ihr dann mit Doppelklick darauf. Öffnet sich dann so ein Fenster. Das dauert jetzt erstmal ein paar Sekunden. Und jetzt seht ihr Blender 2.74, falls ihr es auch haben wollt, dann schreibt es. Ich werde euch den Link zu diesem Download dann einfach unten in die Videobeschreibung packen. Und zwar, das ist eure Benutzeroberfläche. Hier, wie ihr seht, das hier oben ist die Kamera. Jo, das ist die Kamera. Einmal der Würfel und die Lampen mit. Aber ihr könnt natürlich die Objekte erhellen und zwar könnt ihr, ich gehe mal jetzt hier auf den Würfel, wenn ihr auf eurer Tastatur S drückt, könnt ihr zum Beispiel den Würfel vergrößern oder einfach ganz klein werden lassen und wieder vergrößern. Das Ganze könnt ihr auch hier, aber das geht ja nicht. Ich ziehe das mal kurz hier ein bisschen weiter. Hier, ihr seht hier Location, da bewegt ihr den Würfel, wenn ihr es drückt haltet und dann könnt ihr das Innenplusbereich bewegt es so hier, Minusbereich dann so hier. Genau, ist auch das gleiche. Ich gebe dann hier mal 0 ein, steht in der Mitte. Dann bewegt es sich hier. Dann gehen wir wieder 0 ein. Und hier ein bisschen nach oben und unten. Ja, auch 0 ein, weil es war ja schon alt in der Mitte. Ja, und dann seht ihr hier nochmal Rotate. Kann es sehen. Bewegt sich hier lang. Können wir auch erstmal alles lassen.
Hier bewegt es sich so lang. 0. Ah nee, wenn es sich hier lang rotiert, es so lang. Okay, dann können wir hier bei 0 ein. Das könnt ihr jetzt einfach mal so lassen. Den Würfel könnt ihr mit, wenn ihr oben mit der linken, nee, mit, ja, linker Maustaste ist das, glaube ich, raufklicken und dann auf Delete oder am einfachsten ist auf eurer Tastatur dann entfernen und auf Delete. So, jetzt habt ihr es schon mal frei, jetzt habt ihr nur hier die Lampe und die Kamera. Bei der Lampe könnt ihr es genau gleich machen, ihr könnt S drücken und sie dann. Nee, bei der Lampe geht es leider nicht, aber bei der Kamera geht das, dass ihr sie dann vergrößern könnt. Und zwar wollen wir dann erstmal anfangen. Hier, ihr seht ja schon, beim Mesh gibt es hier viele Sachen, also zum Beispiel eine Plane, den Würfel. Aber die Plane ze zeigen hier oben, seht ihr sie? Und, aber die brauchen wir jetzt nicht, ich möchte euch mal was anderes zeigen. Delete. Und zwar könnt ihr dann hier noch so einen Zirkel, das ist einfach nur so ein Kreis, weiß aber auch nicht. Habe noch eine UV-Sphäre. Und das ist eine Kugel, eine Ikosphäre, ein Zylinder, ein Kon und ein Kreis oder Ring. Dann hier noch so ein Affenkopf. Dann noch weitere Teile, die ihr noch machen könnt. Und hier sind noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel hier ein Text, die Kamera, ein Speaker, also ein Sound. Aber ein Sound könnt ihr auch ganz einfach einfügen, wenn ihr auf View Editing, dann hier auf Shift A, dann öffnet sich dieses Fenster und geht auf Sound. Geht dann, wenn ihr Intro Musik habt oder irgendwas anderes, geht dann auf. Ihr seht hier, ich habe ein bisschen, aber das mache ich jetzt nicht. Okay, ich kann es einfach mal so machen. Ne, lasse ich es einfach mal bei. Dann geht ihr wieder zurück auf Default. Und zwar können wir uns jetzt erstmal, guck mal, wir nehmen einfach mal einen, was wollen wir nehmen? Wir nehmen einfach mal eine Ecosphäre. Machen wir einfach mal alt 0. Erstmal einfach nur 0, 0. Und 0. Zwar bei der Erde müsst ihr jetzt nichts machen. Ihr könnt hier bei Horizont Color hier einen schwarzen Hintergrund machen. Wenn ihr diesen Button seht, könnt ihr, zieht ihr das dann hier runter, wo sich das dann bewegt. Seht ihr bestimmt hier. Dann könnt ihr hier bei diesem Kreis mit den, also irgendwie Schild oder sowas, geht dann auf Hallo, geht runter, könnt ihr hier zum Beispiel, was lassen wir jetzt erstmal noch, können wir dann auf, hier auf den, auf das, irgend so ein Symbol, was ich, dann macht ihr den Displays an, seht ihr, dann ist jetzt hier schon ein bisschen größer, geht aber Texture auf New. Man könnte hier auswählen Image or Movie oder Magic, dann bewegt es sich so hier. Oder jetzt haben wir noch alles. Nee, war es nicht Magic. Dann haben wir noch Marble, bewegt es sich so hier. Maskwave. No Noise. Noise. Ocean. Ganz klein. Point Density. Was ein Stucki und dann Voroni, Voronoi, Voxel Data und Wood haben wir. Ich finde eigentlich Wood ein richtig tolles. Und zwar nochmal, wenn ihr das Mausrad, wie ich jetzt hier mache, gedrückt habt, könnt ihr dann hier einfach mal ein bisschen rumbewegen. Ihr mit dem grünen Pfeil könnt ihr dann nach links und rechts, rot nach vorne und zurück, oder hier auch andersrum, aber ist ja auch egal. Ihr könnt ja auch ein bisschen vergrößern, wie ich euch schon gesagt habe, mit S
Klickt ihr drauf und sieht das dann mal ein bisschen größer. So, wie ihr seht, haben die sich die schon mal ein bisschen vergrößert. Und dann gehen wir hier auf wieder rauf auf das Schild, machen Rings, Lines und Startips an. Ihr könnt bei Rings einfach mal 9 oder 8 ein machen, wie ihr wollt. Machen wir jetzt einfach mal blau. Bei den Lines können wir einfach mal türkis machen. Bei den Startips können wir so 6 machen und hier einfach mal 15 oder ein bisschen zu viel. Zack, zack, so 16. Dann werden wir jetzt mal, ihr seht ja auch noch diesen Kreis. Ihr könnt auf F12 kommt ihr in diesen Render-Modus. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt auch mal. Und sieht es jetzt auch im Moment aus. Wir können auch mal gucken, ob. Würde ich jetzt nicht so viel verändern, aber ich bin auch mit Türkis sehr, sehr zufrieden damit. Und dann könnt ihr auch mit F11 wieder rausgehen. So. Dann bei der Erde haben wir jetzt, bei den Erdenzeichen haben wir jetzt alles gemacht. Und zum Beispiel bekommen wir jetzt mit der Kamera, gehen wir jetzt hier bei Location 0 und bei Y 0. Das war's dann eigentlich. Dann gehen wir hier 0, 0 und natürlich auch nochmal 0. Dann jetzt hängt sie ganz. Jetzt von oben zeige ich, jetzt hängt die sie einfach nur ganz gerade von unten runter. Und zwar können wir jetzt hier noch ein bisschen hochziehen, damit es auch alles schön zu sehen ist. Noch in der Image. Schon seht ihr, haben wir ein paar Teile. Wir können das auch nochmal mit einer UV-Sphäre nochmal ein bisschen, wenn ihr wollt, aber ich mache es halt nicht, jetzt nicht, ich soll einfach. Mal gucken. Gehen jetzt einfach mal, wenn ihr seht ja doch hier diesen Kreis hier, ich sage jetzt einfach mal diese Ziel-Dings da irgendwie, könnt ihr einfach mal die Objekte hinbauen. Machen wir einfach nochmal eine UV-Sphäre einfach. Können wir jetzt einfach mal gleich machen. Wir gehen, ans Video gesprochen, wir gehen hier auf das Schild. Auf Hallo, aktivieren hier erstmal Rings, Lines und Startups. Und gehen natürlich hier erstmal wieder hin, machen den Displays und mal natürlich hier Texture of New wieder zurück, machen einfach mal hier den Stucki. Oder nehmen wir einfach mal Ocean war eine Kugel. Musgrave Marble. Ray Magic. Was habe ich bei Egos für Wut? Ja, Magic passt. Magic sieht auch geil aus. Das können wir jetzt auch mal mit S und ziehen es einfach nochmal größer auf die Höhe der anderen Teile. So. Das können wir dann genau noch so gleich machen. Und zwar gehen wir jetzt hier wieder, ihr wisst schon, hier rauf. Machen die einfach mal blau. Eins einfach mal türkis. Sowas doch. Und können dann mal Startups einfach hier, wenn ihr wollt, schon machen. Ich habe jetzt hier 6, 16, 50. Und was ich noch anschauen wollte und sagen wollte, wenn es hat ja wieder Schule angefangen und falls euch der Schulanfang, falls ihr den Schulanfang mögt oder nicht, dann da, das könnt ihr mir dann einfach gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und dann machen wir jetzt weiter. Wir können nochmal auf Render und Render Image.
Oh Mann, mein Bruder FC. Ich habe ein Spieler von mir eine rote Karte bekommen. Das ist nicht so toll. Ja, Schreitbänder. Wir können natürlich auch noch die Kamera noch ein bisschen höher machen. Falls euch alles nervt und das. So, haben wir jetzt noch ein bisschen in die Höhe gemacht. Können die UV-Sphäre mit S so machen als und die Ego-Sphäre auch. Gehen auf S und ziehen die nochmal ein bisschen länger. So, jetzt haben wir es doch. Dann würde ich mal sagen, können wir nochmal auf Render und Render Image. Sieht das Ganze doch schon mal echt nice aus. Wir können zwar noch die Kamera etwas weiter nach oben machen, damit wirklich auch alle zu sehen ist. Er sieht schon nicht in der Image. Das müsste noch ein paar Male und dann haben wir es doch schon. So, zack, in der Image. Und zack. Oh ja. Oh, ich finde es geil mit diesen Ringen, also mit diesen Kreisen, das finde ich voll geil. Gehen nochmal auf Schauheitwender, gehen zurück und kicken nochmal. Passt doch. Und dann haben wir es doch. Wir können auch gerne nochmal eine Plane. Das ist das. Das hier können wir mal hier so unten runter machen. Sie müsste jetzt hier eigentlich. Können wir jetzt hier einfach nur noch hier unten runterpacken. Ganz nach unten und machen jetzt einfach mal hier auf den geben wir bei Scale auf der X-Achse 23 ein, auf der Y-Achse auch nochmal 23. Haben wir hier wirklich mal so eine richtige Plane. Die können wir jetzt hier, wenn wir das genauso machen wie die anderen, ist man nicht auf Hallo, dann auf Surface, bei Diffuse hier einfach mal. Bisschen hellblau, so. Bei Emit könnt ihr es einfach mal ein bisschen heller machen, dass ein bisschen leuchtet. Bei Translucency könnt ihr einfach auch noch mal ein bisschen hoch machen, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr die Mirror aktivieren. Reflecticity könnt ihr auch mal in Fresnel nicht ganz so, vielleicht so eins. Das könnt ihr, weiß nicht was ist, aber dann sieht es hier schon mal so aus. Max, das könnt ihr auch einfach mal so sieben machen. Muss noch kurz husten. Kriegen wir Render Image. Sehen wir hier. Einen schönen. Ah, müsste noch ein bisschen in die Breite, schätze ich. Machen wir das einfach nochmal, wenn ihr wollt. Könnt auch 30, nicht 39, wir ein bisschen 30 eingeben. Und hier auch nochmal 30. 30. Und dann können wir nochmal kicken, ob das jetzt mal ein toller Hintergrund ist. Schon. Ah, nee, man muss auch in der Image. So, wie viel fehlt uns noch? Und wir. Ach, noch ein bisschen ist noch. Das könnt ihr. Dann können wir einfach noch 34 und 34 eingeben. Aber jetzt muss es eigentlich passen. So. Ihr seht, es wird immer langsamer, so viel wie ihr auch macht. Und jetzt haben wir. Na. Schreitwender, das ist das. Nicht das hier, nicht das. Nicht. So, jetzt müssen wir es aber haben. Ich mache es einfach 35, ist einfach übersichtlicher. 35. Und jetzt können wir nochmal für eine Image. Das müsste eigentlich alles. Ihr seht, wir haben jetzt einen Hinter. Ein Du. Okay, dieses.
Schwarze Ding will jetzt nicht weggehen, aber das sollte jetzt einfach mal nicht stören. Dann gehen wir auf Schwarzwender. Jetzt können wir uns auch schon mal. Jetzt können wir auch hier. Das kann ich jetzt erstmal wieder zur Seite drücken. Hierbei, da gibt es jetzt einfach mal Log Roastgale. Ich weiß, ich puste einfach viel zu viel in das Mikrofon rein. Dafür entschuldige ich mich auch richtig doll, weil es sollte eigentlich nicht so sein. Und zwar könnt ihr jetzt hier zum Beispiel, wenn das so aus der Kameraansicht sein soll, weil ich kann nochmal auf der Kamera mal kicken, die kann ich eigentlich nochmal ein bisschen runter machen. Was sind die? Ich will es sehen. Ach. Nice. Wenn der Image. Und wie sieht es jetzt aus? Also ihr müsst auch manchmal, ich habe jetzt auch alles weg. Das passt doch. Und jetzt können wir uns auch schon mal um den Text kümmern. Ja, aber wir können auch erstmal über die Text kommt erstmal später. Wir können uns auch erstmal hier um den. Wenn das hier einfach mal so bleiben soll, wie es jetzt ist, kriegt ihr, wenn Log Roastgale hier eingetippt hat, geht ihr dann hier auf diesen Schlüssel, der hier keinen Strich hat, sondern der dann an. Ihr seht, jetzt ist hier, der Text bewegt sich jetzt noch 0. Ihr könnt es hier auch gerne benennen, ich kann hier auch 1000 eingeben. Mal gucken, ob das hier, ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Ihr seht, eigentlich ist die Intro Länge unendlich. Jetzt seht ihr, das eigentlich schon schafft. Aber ich mache das jetzt bei 250, weil ich jetzt kein langes Intro haben möchte. Nein, zurück. Das dauert auch halt manchmal. Ja, komm, wir haben es. So, und jetzt haben wir es wieder. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal hier so zu 20. So, 20 können drin einfach mal die ganz normale Sphäre in, wo geht das lang? Nicht da lang, das ist nicht, das heißt, das ist 0 und ist das hier. Die bringen wir einfach mal in den Minusbereich. Um 280 und die Ico-Sphäre in den anderen kann ich auch um 280 Grad. Ich habe jetzt ein bisschen was, aber auch nicht schlimm ist. Dann gibt ihr hier einen Keyframe und müsste eigentlich jetzt gleich mal müsste eigentlich funktionieren. Oder funktioniert. Schade. Das dauert auch manchmal, wenn ihr zu, wenn es ihnen auch zu viel wird in 1. Müsst ihr halt auch manchmal ein bisschen mehr machen. Ich war jetzt einfach mal hier nach 240 vor und dann gehen wir es jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter. Stört uns ja jetzt nicht. So, zack, haben wir. Geben wir schon mal ein. Nicht Logo, nicht Logs, Logo Scale, geben schon mal einen Keyframe, gehen wir zur Eco und drehen das jetzt hier einfach mal ein paar Mal. Und dann gehen wir hier ein Keyframe. Und jetzt seht ihr, hat es sich auch schon bewegt. Und zwar können wir es jetzt auch nochmal zu 40 vormachen. Einfach mal ja hier zu 40 vormachen. Jetzt kann es sich auch mal in die andere Richtung drehen. Und zwar machen wir es einfach mal hier mit. Wir fangen einfach mal der Eco-Sphäre an. Machen das weiter hier. So wie wir sprechen immer im Plusbereich. So bis 400. Nochmal bis 410. Jetzt in einen Keyframe. Und die UV-Sphäre machen wir dann einfach.
Nein, nicht da lang, sondern in die andere Richtung. So um 410. Komm, ein bisschen zu weit. Ein noch. Dann haben wir es. Jetzt könnt ihr auch einfach alles noch, wenn ihr Bock habt, auch in die Kamera einführen. Mache ich manchmal, wenn ich eigentlich Lust habe, mache ich das manchmal. Was mache ich eigentlich nicht? Können es nochmal von vorne laufen lassen. Mal gucken, ob die Ecosphäre sich auch wirklich in die andere Richtung gedreht hat. Dafür können wir jetzt hier einfach mal ein bisschen heranrücken und kicken. Also es ist ja und manche werden aber und dann können wir es jetzt. Können jetzt eigentlich immer so abwechselnd machen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt die Ecosphäre, oh Mann, ist da schon fast 20, ist schon 20 Uhr 22. Oh Mann, ich muss jetzt langsam mal beeilen. Und zwar macht ihr das jetzt hier erstmal wieder mal und ein paar Mal. Einfach auch bis 410. Zack, setzt einen Keyframe und geht zur UV-Sphäre, also ganz normalen Sphäre. Sphäre ist ein bisschen zu weit. Ist hier ein Keyframe bei der Kamera auch, aber das braucht ja eigentlich alles nicht. Aber ich mache das halt nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich eigentlich drauf Lust habe. Oh Mann, hier ist jetzt gerade immer noch so blöd, aber kann man nichts ändern. Und jetzt, wenn wir losmachen, seht ihr, es hat sich alles im Grunde genommen bewegt. Und dann werden wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar werden wir jetzt zur 160, wie ihr seht, vortreten und das Ganze jetzt hier einfach mal in, jetzt einfach mal irgendwie machen. Kann die Ecosphäre jetzt einfach mal nochmal, einfach nochmal 410 Grad da lang machen. Ist ja 820. Ein paar sind zu viel. Setzen einen Keyframe. Und dann seht ihr hier. Bei der Uhr 4 haben wir gerade das gemacht. Und zum Beispiel, dass sie jetzt hier noch weiter in den Minusbereich bauen. Zum Beispiel gehen wir jetzt hier hin und setzen jetzt hier einen Keyframe. Können das auch bei der Kamera jetzt machen. Aber ich sage euch, also das müsst ihr jetzt nicht alles machen. Ich mache es halt, weil es mir Spaß macht, diese ganzen Keyframes zu setzen. Und dann könnt ihr euch das nochmal alles ansehen. Ja, ich kann auch einfach mal nochmal einfach einen Sound einfügen. Ich gehe auf Video Editing. Wie wir schon alles besprochen hatten, wir gehen hier auf Anfang, drücken Shift und A, Shift A, geben wir einen Sound, weil wir den hier, gehen auf Add Sound Strip, aber jetzt ist nicht mehr. Zack. Und dann geht ihr auf Default, geht auf 200. Da redet jetzt gerade irgend so ein Kind von unserem Hof. Das nervt mich manchmal. Wir können auch, da kann man jetzt schon mal wieder einen Keyframe schon mal wieder setzen. So, dann haben wir es. Und zwar gehen wir dann wieder zur Ecosphäre. Mal jetzt hier einfach mal bei der noch. Hier einfach mal im Plusbereich. Hier einfach mal so, wie wir wollen. Zack. Man ist genau bei der Sphäre. UV-Sphäre. Und zwar sehen wir das. Beides von letztem Mal. Jetzt kann ich das zum Beispiel hier so lang drehen. So, dann haben wir es doch eigentlich schon. Dann können wir es nochmal von Anfang sehen.
Ich hoffe, dass meine Musik jetzt nicht nur springt, weil das wäre jetzt nicht so ein kurz. Sie springt nicht an. Und ihr seht, es ist einfach nur echt geil, wie es aussieht. Zack. Und zwar gehen wir jetzt. Ihr könnt auch einfach so machen. Und könnt jetzt hier einfach auch nochmal alles bei mir einfach nochmal alles irgendwie machen. Zum Beispiel jetzt hier bei der Q4, wo habe ich jetzt hier? Jetzt sind hier bei der Z-Achse, können wir jetzt hier einfach mal alles nochmal höher machen. Und bei der UV-Sphäre, wo habe ich da am wenigsten hier bei der X-Achse auch nochmal ein bisschen höher machen. Nee, falsch. So rum geht das ja so, zack. Dann haben wir es doch. Das ist zwar nicht ganz 240, aber 230 werden jetzt auch nicht. Das ist zwar ein weniger, aber was soll das jetzt? Ganze gelabert, warum ob es einer. So, und dann kommen wir jetzt auch schon mal zum Text. Ja, und zwar könnt ihr hier einen Text mit. Und dann seht ihr schon, ihr müsst jetzt nicht extra noch ein Add Text, obwohl es hier schon da steht. Aber das finde ich jetzt. Ihr könnt ja auch einfach hier bei Add auch Text machen. Aber den würde ich jetzt nicht, jetzt noch nicht hier. Also ich mache jetzt erstmal hier von unten, dass er dann so reinkommt. Und gehen dann auf, wieder auf, jetzt auf Text. Und so seht ihr, na, ich hole ihn jetzt einfach mal, na, ich lasse ihn unten. Versuche jetzt irgendwie, euch zu hinzuleiten. Oh, es geht einfach mal hier so ganz krass, einfach mal hier so runter. Es sieht einfach nur so krank aus. Jetzt hier gerade einfach nochmal. Ihr seht hier den, wir können den Text jetzt sehen. Hier unten ist er. Wenn ich es geschafft, ihr klickt auf Tab, macht den ganzen Text weg. Ich mache jetzt einfach hier nur Name rein, also Name. Ihr schreibt natürlich euren YouTube-Kanal oder was auch immer, euren Familiennamen, euren Namen, was auch immer rein. Macht auf Tab und schon habt das. Dann könnt ihr hier bei F, bei dem großen F hier, auch seid ihr einfach mal auf 22, extrude einfach nochmal hier ein bisschen auf 19, Depth, müsst ihr mal ein bisschen weniger machen und Resolution könnt ihr einfach auch mal auf 7 machen. Über Regular geht ihr, also ich mache mal auf Cancel. Hier bei Regular geht ihr dann hier auf dieses Teil, geht auf Windows und Fonts. Wenn ihr weitere Schriftarten haben wollt, geht ihr einfach mal hier lang, dann sind noch viel mehr, aber welche mache ich jetzt? Ich mache jetzt einfach mal Bauhaus. Ihr könnt auch einfach mal eine andere machen. Oder ich lasse jetzt einfach mal so, dann war es schon mal mit dem Text. Jetzt können wir den Text natürlich auch noch eingeschaffen. Wir können zum Beispiel jetzt hier machen, dass er jetzt erstmal da unten bleibt und so bei 20 hier nach oben kommt und sich dann dabei noch ein bisschen dreht. Also ich schicke den hier nach oben. Vielleicht noch ein bisschen in die Mitte. So. Was war das jetzt gerade? Oh Mann. Ich habe jetzt keinen Bock, dass sie diese Warnmeldung jetzt, wie ich jetzt nicht noch. Oh. Programm bitte schließen, danke. Oh, mach bitte jetzt meine, ich möchte mein Video fertig machen. Ich würde sagen, ich. So, jetzt haben wir es doch.
und gehen jetzt hier einfach mal nach oben. Und machen ihn hierauf. Ich lasse ihn dann jetzt einfach mal weiß. Aber ihr könnt auch machen, dass der sich. Oder ich mache einfach mal 40. Oh Mann, ich habe jetzt keinen Bock auf die Nachrichten. Oh Alter. Mann. Lass es einfach mal. Ich ziehe es hier nach oben. Und dabei dreht er. Oh Alter. Dreht sich das. Dreht er sich ein bisschen. Ein paar Mal und kann jetzt zum Beispiel während des Drehens eine Farbe bekommen. Einfach mal hier dunkelblau und drehen halt einfach nochmal so, dass er dann wieder liegt. So, jetzt haben wir ihn und klicken auf den Schlüssel. So, dann gehen wir halt nach oben. Aber natürlich tut er sich jetzt hier weiter nichts. Können wir es auch weiter so machen. Er kann sich jetzt noch ein paar. Er kann einfach jetzt nochmal hier ein paar Kreise drehen. In die entgegengesetzte Richtung. Oder hier nochmal ein paar Kreise. Und hier nochmal wieder zurück. Zack, jetzt haben wir die nächsten. Ich mache jetzt einfach mal hier. Nochmal das Ohr ab 80. Oder können den Text dann auch, dass er wieder zurückgeht. Hier so in den Rückstand und macht. Und macht dann wieder zurück so eine Kreise. Dass er wieder auf 0, 0 ist. Und Frame. Und so können wir es noch mal weitermachen. Wir schieben ihn wieder nach oben. Oh man, dass er wieder ein paar nach vorne macht. Und es wird jetzt einfach hier stockfinster. Ich mach jetzt gleich nochmal kurz das Licht an in mein Zimmer. Klicken auf den Keyframe. Gehen natürlich wieder ins Weiter. Gehen nach unten. Und machen diese natürlich auch wieder zurück. So, zack, aber ihr müsst euch jetzt nicht das machen, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt hier einfach mal auf ganz easy und einfach. Dann können wir wieder hoch machen. Ich hoffe, ich ziehe es einfach nochmal hier hin und lass uns Kreise drehen, Text. Das ist wieder ein Keyframe. Oh shit, was ist jetzt los? Das ist jetzt nicht so toll. Wir können es auch einfach mal hier so. Können wir mal starten. So, dann wirkt er sich ja. Waren wir jetzt bei 200 Stingwiebeln, wenn ich mich nicht irre. Ziehen wir das jetzt einfach mal bis 200. Waren wir stehen geblieben. Dann gehen wir jetzt einfach mal 250. 2, 3, so haben wir. Dann können wir ihn auch wieder nach unten machen. Und die Kreise natürlich wieder zurück machen. Lassen. Alles nach unten, so dass er ja kurz vorm Verschwinden ist. Zack. 1, 2, 3, zurück und zack. Fertig haben wir es.
mit dem Text. Und jetzt können wir uns da auch nochmal ganz von vorne ansehen lassen. Wir geben hier 0 ein und können es nochmal haben. So, und ihr seht, er geht immer hin und zurück. Und ihr seht, da bewegt er sich auch in die Mitte. Vielleicht auch in die Mitte rein. Und dann geht es jetzt auch schon in die Render-Einstellungen. Hier hat Arbeit, wo PNG steht, müsst ihr H264 eingeben. Bei Encoding müsst ihr Format AV. Hier müsst ihr MP3 eingeben, damit auch Musik da ist. Und dann kann eigentlich schon alles, wenn ihr es in einen Ordner machen wollt, müsst ihr es jetzt nicht. Mache ich es in die Dokumente und zu mir rein. Zack, Akzept. Und dann werde ich einfach mal, geht auf Render und Render Animation. Und schon wird alles durchgerendert. Das geht jetzt hier bei mir ganz schnell, aber ich werde es trotzdem cutten. Und ihr seht jetzt, dass das Intro ist durchgerendert. Und dann könnt ihr auch schon, ihr könnt ja dann auch jetzt nochmal testen. Also bei mir ist jetzt hier im Ordner drin. Ich kann ja auch nochmal auf Cancel, ist ja schon drin. Könnt es auch schließen. Oder auch einfach, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, auch schon jetzt hier bei meine Worms rein. Dann unter Dokumente. Und dann suche ich meinen Ordner. Und zwar hier. Dann seht ihr. Hier oben ist es ja. Und das lasse ich jetzt euch vor schon mal durchlaufen. Und hier sehen wir uns. Wenn es dann durchgelaufen ist. Schaue es euch vor. Eigentlich muss ich es gleich starten. Mache mal einen kurzen Cut, bis es gestartet ist und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Es ist doch gestartet, geil. Ihr seht, es sieht einfach nur so geil aus. Und das könnt ihr dann auch, das einfach nochmal für euch durch. Für irgendwo durchlaufen und jetzt seht. Und dann würde ich mal sagen, das war's fürs Video und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!